Yo, hallo Leute, hier ist Rank Obertino Productions oder zumindest einer von uns. Und jetzt mit dem Contest Anfangsregelgruppenauslosungsvideo. Also quasi das erste Contest-Video nach dem Video, wo ich mache mitschreiben muss. Bevor ich mit den Gruppen anfange, die ich hier alle niedergeschrieben habe, was ziemlich viel Arbeit war mit den ganzen Losen, das kann ich euch mal eben zeigen. Hier steht noch mal alles auf den Losen. Ich habe gerade schon gelost, weil das im Video zu lange gedauert hätte. Ich habe wirklich lange dafür gebraucht, das alles aufzuschreiben. Danke, dass so viel mitmachen, Leute. Ich hoffe, es machen dann im Endeffekt auch wirklich so viele mit. Das heißt, es senden so viele ein. Also, es gibt, als kurze Information, es gibt 7 Gruppen. 6A10, 1A9. In der ersten Runde kommen, ich habe mir das offiziell geschrieben, 28 Leute weiter. Ursprünglich war geplant 11, aber ich habe mich verzählt. Ich habe 2 Leute doppelt gezählt. Das tut mir ziemlich leid, aber es ändert jetzt nicht wirklich was. Es kommen 28 Leute weiter. Die ersten 4 aus jeder Gruppe halt. Dann, es muss zu den Regeln, es muss Klone gegen Druiden sein. Dann, es muss größer als eine graue Platte sein und es sollte eine Base enthalten. Das sind so die Regeln. Dann, der Contest geht bis zum, ich glaube, 5. auf. Meine Güte, was habe ich für eine unordentliche Schrift? Der kann ich ja nicht mal lesen. Warte mal kurz. Der Contest geht hier, glaube ich, bis zum 4.5. oder 5.5. Ich schreibe es euch nochmal in die Beschreibung. Geht der. Und ja, dann bis 23.59 Uhr könnt ihr dann einsenden. Von jetzt an, die erste Runde ist das dann. Also natürlich nur die erste Runde geht bis dann. Also ihr habt genug Zeit, das Mock zu bauen. Wie schon gesagt, größer als eine graue Platte, dann Klone gegen Druiden und eine Base soll es auch haben. Das heißt, wenn ihr eine graue Platte baut, reicht das nicht. Es muss mehr als eine graue Platte sein, weil das soll ja kein Minimox sein. So viel zum Thema Regeln. Das kommen 28 Leute weiter, das erwähnte ich. Die ersten 4 aus jeder Gruppe habe ich auch gesagt. Okay. Dann das Turnier. Der Turnierverlauf sieht folgend so aus. Nach diesen 28 Leuten werden nochmal 7 Gruppen A4 entstehen, woraus die ersten beiden weiterkommen. Das sind dann noch 14. Das ist dann die zweite Runde gewesen. In der dritten Runde gibt es dann nochmal 2 Gruppen A7, aus denen die ersten 4 Leute weiterkommen. Das sind dann 8. Und dann kommt ein Alle-gegen-Alle-Phase. Das heißt, diese 8 kämpfen einfach darum, wer der Beste ist und wer der Zweitbeste ist und wer der Drittbeste ist. Oder was wie auch immer wir das dann noch am Ende machen. Aber so viel dazu. Die Regeln zu den nächsten Runden kommen dann immer bei dem Auswertungsvideo. Der nächsten Runde eben. Also wenn das Auswertungsvideo dieser Runde kam, kommen dann halt auch die Regeln für die nächste. So, ich würde sagen, wir fangen mit den Gruppen jetzt an. Also, ich hoffe, wenn ich einen doppelt nenne oder einen vergessen habe, dann sagt mir Bescheid, schreibt mir das in die Kommentare und ich werde dann nochmal nachgucken, ob ich irgendwo einen doppelt von euch eingetragen habe oder einen vergessen habe, weil es tut mir wirklich leid, aber das ist gar nicht so leicht. Dann in der ersten Gruppe haben wir Lars Olaf, The Lego Man of Germany, Paul Ding, Benny EN, Lego Freak 1 Million, Yoda ist magisch, Loa Bau, Lego Clone Rex, Bladefire und Make Your Customs Lego. Dann in Gruppe 2 Captain Rex, Gangnam Star 2000, Lego Joe Star Wars Freak, Lego Luke 2012, Bo Bundig, LSW Freaks, Matthias Müller, The Commander Foxer, Lego Le 787 New, Lego Commander, das war die erste und zweite Gruppe. Ach, Leute, das mit den Zahlen hat nichts zu bedeuten, das war einfach für mich, so als kleine Schlitze fürs Zählen. Ach, und falls ich zum Beispiel einen Buchstaben im Namen vergessen habe, aber ihr wisst, dass ihr das seid, bitte schreibt das nicht in die Kommentare, dann weiß ich, oder wenn ihr euch nicht sicher seid, das könnt ihr dann in die Kommentare schreiben und mich fragen, oder ihn fragen, je nachdem, wer gerade dann da ist. Dann Gruppe 3 ist Mr. Lego Star Wars Freak 0 oder O. Dann Minimog Maker, The Star Wars Freaks 501. Lego Clone Mox, Jupiter Stark, Building Productions, Tobias Woldenberg, Lego Star Wars Rex 8, The Brick Trick und LGM Productions. Die vierte Gruppe ist MS Productions, Spella LP, Oliver Schmidt, Yoda Weihnachtsmann Production, 501. Brick Production, Brick Studio 7, FEM 2000, LMM, Lego Productions, MRD Studios 1, Klein Götz. So, jetzt haben wir die ersten 4 Gruppen durch.
Jetzt kommen die fünfte und die sechste. Gruppe 5, The Captain Rex, Jack Way, Lego Clone Battalion, TH, Brick Productions, Clone Captain, Mr. Brick Builder, Hello Brick, BSL Brick, Lego Custom Mockmaker 99, MC Productions. Dann Gruppe 6, 5511, Mock Productions, Cody Master, EOMR 2202, BMP Productions, Clone Productions, Jar Jar Binks, Time LP, Fox Mox, Lego Star Wars Streak 565 und Shuri Brick Productions. So, jetzt haben wir die ersten 6 Gruppen durch. Jetzt kommt die siebte und letzte Gruppe, halt nur mit 9 Teilnehmern. Das sind Joe Ho, Lego Freak HD, The Mock Builder 501, Lego Master Builder 123, Commander Rex 991, The Thief Meister, Custom Freak 2001, Brick Schmiedes und LSW Lassi 0 oder O. So Leute, ich habe euch die Regeln genannt. Falls ich was vergessen habe, guckt auf jeden Fall nochmal in die Beschreibung. Da steht nochmal die ganzen Regeln drin. Falls ihr nicht genau verstanden habt, in welcher Gruppe ihr seid, ich habe das jetzt auch nochmal gefilmt, dann könnt ihr zum Beispiel an der Stelle anhalten und gucken. So viel zu mir. Falls ihr noch irgendwas wissen wollt, schreibt es in die Kommentare. Sonst wird das Video jetzt zusammen. Wir sehen uns dann und ciao Leute!